Sie hatten keine Befugnis. Keine. Mexico City. Was haben Sie da gemacht? Ich habe längst überfälligen Urlaub genommen. Was ist los, James? Man sagt, Sie sind erledigt. Was glauben Sie? Ich glaube, Sie fangen gerade erst an. Atemberaubend, nicht wahr? Von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Hat ein paar nette Tricks auf Lager. Tun Sie noch eins für mich. An was genau denken Sie? Lassen Sie mich verschwinden. Sagen Sie mir, wo er ist. Er ist überall. Wenn Sie dorthin gehen, betreten Sie einen Ort, an dem es keine Gnade gibt. Sie beschützen jemanden. Lassen Sie mich in Frieden! Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Im Moment bin ich Ihre beste Chance, am Leben zu bleiben. Diese Organisation, wissen Sie, wie sie heißt? Ihr Name ist Spectre. Und einer verbindet sie alle. Ich. Willkommen, James. Unsere Wege haben sich so oft gekreuzt, aber du hast mich nie gesehen. Was hat denn so lange gedauert? Wollen Sie das wirklich? Im Schatten leben? Jagen, gejagt werden? Immer allein? Ich lasse mir keine Zeit zum Nachdenken. Das war ich, James. Der Urheber all deiner Schmerzen. Das größte Ereignis seit 2 Millionen Jahren stampft in einer ganz neuen Dimension auf uns zu. Keiner bewegt einen Muskel. Sid! Diesen Sommer. Sid muss da unten sein. Sid! Wir haben da oben gelebt und gar nicht gemerkt, dass hier unten auch noch eine Welt ist. Irgendwie fühle ich mich so winzig. Gehen die mutigsten Helden aller Zeiten tapfer dorthin, wo sich niemand sonst hintrauen würde. Ich bin zu jung, um gefressen zu werden. Manni. Wenn wir Sid gerettet haben, bringe ich ihn um. Sid. Aber ich habe immer noch das gewisse Etwas. Diego. Um das mal klarzustellen, das ist alles deine Schuld. Ellie. Du gehst zurück ins Dorf. Erzähl's dem Rüssel. Scrat. Und ganz neu dabei, Scratty. Seid dabei, wenn ein neues Zeitalter beginnt. Wenn du den kleinen Johnny nicht ausspuckst, verlassen wir sofort den Spielplatz. Na bitte, das blühende Leben. Das ist nicht der kleine Johnny. Das hat gar keiner. Sprint! Mama, hol dich, Baby! Ice Age 3, die Dinosaurier sind los. Ihr habt bestimmt Hunger, da weiß ich was für euch. Still, still. Du mieses, fieses, dickes Vieh. Ich bin dein Baby und brauche meine Milch. Ah, ich dachte, du wärst ein Weibchen! Ab Mittwoch, 1. Juli im Kino.
Michelle fragen, ob sie mich heiratet. Ein Mann muss sich für seine Frau zurücknehmen können. Kannst du das, Peter? Ja, ich denke, das kann ich. Wir haben neue Informationen. Dies ist der wahre Mörder ihres Onkels. Er ist uns vor 2 Tagen entwischt. Dieser Mann hat meinen Onkel getötet und läuft frei rum. Jeder braucht irgendwann mal Hilfe, Peter. Sogar Spider-Man. Rache ist wie ein Gift. Sie kann Besitz von uns ergreifen. Und ehe du dich versiehst, verwandelt sie dich in etwas Abscheuliches. Dieser Anzug, woher kommt er? So viel Kraft. Fühlt sich gut an. Sich ihr hinzugeben. Wow, Spidey, genialer neuer Anzug. Erinnerst du dich an Ben Parker? Was für eine Rolle spielt das für dich? Eine große! Willst du mich etwa verlassen? Warum sollte ich das tun? Ich liebe dich. Du wusstest, das würde kommen, Pete. Was ist mit dir passiert? Ich weiß es nicht. Wir alle haben uns schreckliche Dinge angetan. Aber wir müssen uns verzeihen. Sonst ist alles, was wir je waren, bedeutungslos. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss es aufhalten. Dies könnte Spider-Mans Ende bedeuten. Hogwarts zum Schauplatz einer legendären Veranstaltung. Ein trimagisches Turnier. Von diesem Augenblick an ist das Turnier eröffnet. Der ausgewählte Schüler muss 3 gefährliche Aufgaben überstehen. Nur einer wird in die Geschichte eingehen. Nur einer gewinnt ewigen Ruhm. Liebste Fiona, wir laden dich zu einem königlichen Ball zu Ehren deiner Eheschließung ein. Wir können es gar nicht erwarten, deinen Prinz Charming kennenzulernen. In Liebe, Mom und Dad. Königlicher Ball? Da gehen wir nicht hin. Was? Alles, was Rang und Namen hat, ist erschienen, um Prinzessin Fiona und Shrek zu beglückwünschen. Und meine Güte, die Kostüme sehen umwerfend aus. Und da kommt Don Röschen. Ich hasse diese Ballwettbewerbe. Kannst du mal zum Folterrad umschalten? Hier wird nicht drum gesäppt. Ah, wen haben wir denn da? Es ist die Einzige, die Wahre. Geht schon mal vor, ich parke die Kiste. Ich habe ja gleich gesagt, hierher zu fahren ist keine gute Idee. Sie sind meine Eltern. Hallo, sie haben dich in einen Turm gesperrt. Sollte sie nicht Prinz Charming küssen und den Bann brechen? Noch schlimmer kann's ja gar nicht kommen. Hallo, Harry. Wir müssen miteinander reden. Nun ja, gute Fee. Du erinnerst dich an meinen Sohn, Prinz Charming. Fiona und Charming werden in Kürze zusammen sein.
Entschuldigen Sie bitte. Ich brauche jemanden, der einen Oger beseitigt. Es gibt nur einen, der diesen Job übernehmen kann. Haha! Bittet um Gnade vor dem. Wer ist die Feldene? Gatter. Pass auf, Schreck, er ist bewaffnet! Fellknäuel. Ist ja ekelhaft. Die Lage sieht bloß aussichtslos aus, weil es so dunkel und regnerisch ist, Schreck. Und weil Fionas Vater jemanden angeheuert hat, der dich töten soll. DreamWorks Pictures präsentiert Schreck. Komm, wir behalten. Spinnst du? Sieh ihn dir an, Esel. Er hat so winzige kleine Stiefelchen an. Ach. Esel? Ich schmelze, ich schmelze! Prinzessin Fiona? Schreck? Und den gestiefelten Kater. Für dich, Baby, bin ich noch mehr. Schreck 2. Glücklich bis in alle Ewigkeiten getränkt. Hier mit der Flasche! Esel, du bist ein... Hengst, Baby! Ja, Schreck, ich habe auf der Stelle! Ja! Was ist...